Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Remember Season 2. Hier ist das Thumbnail. Hier ist auch, das ist auch der erste Part, in dem Sophia tot ist. Ja. Neben mir liegt jetzt einfach noch eine weitere Leiche. Wir sind nur noch 8 Leute, also die sind nur noch 8 Leute. Ich bin ja nicht mal dabei. Ich bin ja gar nicht wir so. Okay. Ich habe erwartet, dass wir jetzt Richtung Ende kommen in diesen, den nächsten Parts. Wenn meine ganzen Bauarbeiter nicht alle Malaria hätten. Der Einzige, der bauen kann nebenher, ist Philipp. Und Käthe wird forschen, weil Käthe lieber forscht. Aber sie könnte auch Bergbau machen. Und blöderweise brauchen wir halt noch Bergbau, weil wir nicht genug Klarstahl haben. Außer der liegt noch irgendwo und ich habe es nicht gesehen. Aber ich glaube halt nicht. Wir haben zwar mega viel Klarstahl gekauft, aber es reicht noch nicht für diese beiden Dinger. Wenn wir allerdings diese Krypto-Schlafkapsel abreißen, kriegen wir vielleicht noch ein bisschen Plastik raus, denn es kostet ja auch, oder? Und vor allem, wir kriegen halt Dings raus. Fortschrittliche Bauteile, hoffe ich mal. Moment, ich muss hier mal gucken. Wir kriegen auf jeden Fall okay, Plastik ist ja gar nicht dabei, aber fortschrittliche Bauteile. Wenn wir da alle drei wieder rauskriegen, dann sind es nämlich 3 weniger, die ich noch craften muss. Und das spart mir dann auch nochmal fortschrittliche Bauteile. Die sind gerade eh pausiert. Oh je, das ist alles noch richtig viel Stuff. Wir haben ich muss es erstmal nachgucken können. Aber was ich noch machen könnte, will es... Alter, schon wieder ein regnerisches Gewitter. Oder nee, ein trockenes Gewitter, noch schlimmer. Aber ich wollte sagen, schon wieder ein Gewitter. Das ist, was ich meine. Wir haben doch neulich die Batterien fertiggestellt. Ich habe die noch überhaupt nicht angeguckt. Die kosten mich 2 Bauteile und einiges an Stahl. Stahl haben wir jetzt halt immer noch nicht viel. Ich weiß gar nicht. Ich habe so viel Scheiß gekauft. Wo ist der ganze Scheiß? Marika trägt alles darüber schon mal. Vielleicht habe ich auch deshalb so wenig Scheiß. Aber der ganze Stahl, Plastik, ich dachte jetzt so viel. Oh nein. Ach je. Ich hoffe, es regnet bald. Ja, der steckt an zu regnen. Okay. Dann geht es gleich wieder aus. Sehr gut. Leon macht Stahl. Wir brauchen halt Stahl und Plastik. Das ist alles Kacke. Ich würde gerne auch Batterien bauen. Weil wenn wieder so ein Dings ist. So ein Stromausfallteil. Wettermäßig. Ihr wisst, was ich meine. Oh Mann, diese ganzen Malaria-Kranken. Ja, wenn die nicht alle krank wären, dann wäre alles... Dann würden wir vorankommen. Marika hat alles hingetragen. Das meiste zumindest. Philipp pennt noch, der Einzige, der bauen kann. Also wenn die nicht kaputt wären, dann kämen wir vielleicht voran. Aber wir kommen jetzt gerade überhaupt nicht voran. Andi macht den Arzt und gleichzeitig den Patient. Richtig cool. Und ich hatte eigentlich gehofft, dass wir... Ich will die Katzen gar nicht. Schnapp sie dir. Okay, schon keinen Bock mehr. Der Wal greift den Fuchs ein und beschützt die Katze. Oh, er hat aufgegeben. Keine Lust mehr. Leb wohl, Katze. Ich wollte dich nicht haben und ich will dich sowieso verkaufen. Wenn du jetzt halt stirbst, dann ist es so. Aber ich riskiere jetzt hier keinen Kampf. Gut, mit dem Fuchs ist natürlich kein Problem. Aber ich habe halt nicht die Zeit. Seht mal, es brennt schon wieder. Und wir müssen hier vorankommen und wir haben nicht genug Plastik, wenn ich mich nicht irre. Und Leon macht lieber Stahl statt Plastik. Ich verbiete das mal kurz, damit die doch lieber erst Plastik machen. Ja, die Batterien werde ich bauen, falls das Raumschiff irgendwann fertig wird. Das wollte ich so jetzt gar nicht sagen. Aber falls wir dann halt noch Zeit haben, während der Reaktorkern auflädt. Und dann noch Rohstoffe übrig haben. Aber wir haben eh nicht genug Stahl. Wir haben nicht genug Stahl für Bauteile. Wir haben nicht genug Stahl für Schiffstriebwerke. Wir haben gar nichts. Wir haben so viel gekauft und es hat nichts gebracht. Wir müssen alles aus dem Boden holen. Das heißt, es dauert doch noch länger, als ich erwartet habe. Richtig schade. Aber gut. Ich hatte gehofft, dass es jetzt noch ungefähr 3 Parts geht, da ich das so in einer Session durchkriege. Aber ich glaube, das wird so nix. Vor allem, die sind immer noch krank. Ja, immer noch leichte Malaria. Aber ich weiß echt nicht, wie lange das dauert. Aha, Andi geht schon wieder Feuer austreten. Du Mongo, sei doch Patient! Sei doch einfach Patient. Leon dreht gleich durch. Was hat denn der schon wieder? Ja gut, seine Frau ist tot, ne? Ja, okay, der wird die ganze Zeit fast durchdrehen. Aber ist er irgendwann tatsächlich durchdrehen? Ich glaube, Marika ist auch durchgedreht, als ich gestorben bin. War zwar nichts Schlimmes, aber sie ist durchgedreht kurzzeitig. Okay, wir können jetzt eigentlich gerade echt nicht viel machen. Was macht Philipp so? Der trainiert halt die Tiere. Das ist ganz schön, aber gleichzeitig halt irgendwie... Oh Gott, wir haben schon wieder Wargwelpen. Ich sollte jemanden schicken und die Katzen verkaufen, bevor die weiter gejagt werden und so. Das ist ja nicht mal das größte Problem, aber ich will die halt auch nicht haben. Jetzt ist es aber Nacht, das heißt, ich mache das morgen früh direkt und ich schicke einfach Leon weg. Weil, obwohl Jessie könnte... Ah ja, genau, ich wollte bei Jessie die Priorisierung ein bisschen ändern. Klar, jagen kann sie noch, aber das braucht sie halt nicht. Ich finde, dass die Feldarbeit und die Waldarbeit können die anderen übernehmen.
Ach, sie kann das einzige, keinen Bergbau. Ah, jetzt wollte ich sie nämlich Bergbau machen lassen. Was sie aber tun könnte, wäre Cadis Job abnehmen. Aber das ist jetzt auch nicht so klug, glaube ich. Reinigen, Transport und ja, und forschen. Also ich könnte sie forschen lassen und Käthe schlafen. Quatsch, schlafen lassen. Käthe Bergbau machen lassen. Ich glaube, das wäre eine gute Idee. Dann priorisiere ich das mal hier hin und ich wegpriorisiere bei dir alles außer Forschen und Jagen. Und dann wird Jessie jetzt eine Weile forschen, damit. Kann es sein, dass du. Noch verblutest du nicht, aber du wirst verbluten mit der Zeit, Fuchs. Ich werde einfach gucken, dass Käthe jetzt erstmal nicht forscht, sondern diese Bohrer benutzt. Jessie kann so lange forschen und mir das Stuff, das ich eigentlich gar nicht brauche, fertig forschen. Das war eine kurze Frage. Wenn ich das verbiete, werden die dann immer noch angezeigt? Ja, werden sie. Okay, das war, weil es defekt war im letzten oder vorletzten Part, wann auch immer das war. Ja, wir brauchen gerade unsere ganzen Medizinreserven für unsere Malaria-Kranken. Und der nächste Tag ist angebrochen. Und Leon kann jetzt mal die Tiere sammeln und sich auf den Weg machen. Ich glaube, zu kaufen gibt es nichts mehr. Aber ich nehme trotzdem mal einfach die Muffalos mit. Und eben die Katzen. Vielleicht, also die Muffalos vor allem zum Tragen und halt um das Silber gleich zu transportieren. Ich nehme es nicht alle mit. Ich glaube, zwei reichen. Ich nehme einfach die zwei hier, so. Und dann hätte ich halt gerne ein bisschen Silber oder gleich alles. Sicher ist sicher. Ah, ein bisschen Stuff noch zu verkaufen. Die Maschinenpistole wollten die damals nicht. Die Minigun gehört Simon. Die kann ich jetzt nicht einfach wegbringen. Und ansonsten, na, passt schon. Aber ich glaube echt nicht, dass die schon wieder neue Ressourcen, Handelswaren haben. Ich glaube, das geht immer ein bisschen. Achso, ich muss den Kolonisten noch mitnehmen, natürlich. Leon, du bist gerade nicht so wichtig. Have fun. Und außerdem ist er ein relativ guter Händler. Also passt das ganz gut. Ich weiß nicht, ich habe beim letzten Mal daraus gelernt, auf keinen Fall den Tiermeister mitzunehmen. Denn wenn Philipp hier geblieben wäre, hätten wir, wow, wir hätten halt 20, 30 Tiere, die alle für uns gekämpft hätten. Stattdessen, es war gerade schon wieder, sind ja schon wieder Waage zu weggekommen. Stattdessen wurde Sophia getötet, weil die Tiere alle nicht mitgekämpft haben. Also ich lerne aus meinen Fehlern mit der Zeit, aber es bringt mir halt nichts. Es sind halt einfach auch so dumme Fehler. Maika hilft beim Tragen. Ist sie eigentlich nicht mehr auf Putzen? Doch. Nee, ist sie nicht. Ich glaube, die hat dem der Letzt irgendwie... Ja, jetzt habe ich sie wieder auf Putzen gestellt. Das fängt sie direkt an. Schon keinen Bock mehr. Wir brauchen noch Plastahl, wir brauchen noch Uran. Das haben wir aber, glaube ich. 140 insgesamt brauchen wir. Wir haben... Die heulen ja immer noch. Die heulen wahrscheinlich gar nicht unbedingt wegen Sophia. Vielleicht machen die einfach standardmäßig solche Geräusche. Das Pferd macht die Jacke fertig, wie es scheint. Nee. Wer macht die Jacke? Kevin. Kevin, bist du wieder gesund? Nö, du bist... Ah, du bist immun. Ja, geil. Nur Andi und Simon noch nicht. Okay, Kevin ist immun. Er macht jetzt halt erst eine Jacke. Ich weiß aber nicht, für wen die war. Ich glaube, ich habe die in Auftrag gegeben, als alle krank waren. Das war im letzten Part, wenn dann. Wir brauchen halt jetzt... Uran muss man halt hintragen. Fortschrittliche Bauteile. Haben wir 8 Stück. Brauchen wir noch 4 für hier? Und das wurde abgerissen. Kam da jetzt was raus oder nicht? Ich weiß nicht. Ich glaube fast nicht. Wir brauchen, wie gesagt, noch 4 plus 6, also noch 10. Okay, das sind schon mal viel weniger. Aber wir brauchen jetzt erstmal Plastahl und alles. Was macht Kevin so? Achso, noch eine Hose auch noch. Leon kriegt gleich einen Zusammenbruch. Das ist aber vielleicht nicht so praktisch. Scheiße, wenn ich den gerade losschicke. Okay, er ist wieder ein bisschen fröhlicher. Ich weiß nicht warum. Auf jeden Fall haben wir neue Klamotten. Die kann sich dann gönnen, wer will. Ah, Leon hat kaputte Klamotten. Philipp hat sich jetzt mal eine Hose gegönnt. Ja, kann ich alles wieder umfärben. Ich freue mich schon riesig drauf, die Thumbnails immer wieder neu zu machen. Was macht Kevin jetzt? Ich muss vor allem auf Kevin und Käthe auch achten. Okay, beide bohren. Das ist genau wie geplant. Philipp trainiert die Tiere. Ja, das ist zwar nicht wichtig aktuell, um zum Raumschiff zu kommen, aber... Es könnte wichtig sein, dass ich so viele kämpfende Tiere wie möglich habe, sobald ich den Reaktor baue. Deshalb breche ich das jetzt auch nicht ab. Ich habe es mir kurzzeitig überlegt, die ganzen Trainingssachen einfach erstmal wegzulassen. Aber nee. Ich glaube, es könnte noch nützlich sein. Die Karawane ist längst weg, ne? Ja. Katzen schließen sich an. Wundinfektion für Käthe. Die ist mittlerweile komplett gesund, oder? Ja, klar. Sophia ist tot. Oh je. Daran würde ich jetzt nicht unbedingt erinnert werden. Okay, aber Käthe und Kevin sind hier am Plastahl und Stahlbohren.
ohne Ende. Das heißt, mit der Zeit werden wir damit fertig. Allerdings, Simon ist auch immun, dann fehlt nur noch Andy. Ich weiß halt nicht, was der dann machen kann, weil der würde dann auch Bergbau machen. Aber er könnte theoretisch ein paar meiner Bauteile für Batterien verbrauchen. Dann hätten wir das weg. Ich hoffe, bei Kevin ist Bauen gerade noch priorisierter als Bergbau. Deswegen habe ich das mal wieder umgestellt. Jetzt ist gegen Ende. Ich glaube, die Priorisierungen sind jetzt nicht mehr so wichtig, dass sie so bleiben, wie sie sind. Ach ja, Simon ist ja... Moment mal. Der macht keine Mahlzeiten. Ich glaube, wir hatten zu viele. Deswegen habe ich die abgebrochen. Bewaffne dich erstmal. Du bist nämlich waffenlos. Ja, ich habe die erstmal pausiert. Jetzt haben wir immer noch fast 60 Stück bei 8 Kolonisten. Wo ist Leon? Der ist fast da. Okay, Simon hat seine Waffe wieder, die ich ihm beim Thumbnail auch wegmalen musste, theoretisch. So, Leon ist da, er kann handeln. Tagesration an Nahrung verderben bald, ist ja krass. Holy shit. Okay, nehmen die ganzen Katzen. Ja, die haben wieder Geld, vielleicht habe ich ja Glück. Okay, ich scroll hier mal durch. Der Stoff ist jetzt übrigens lila, ich weiß auch nicht warum. Nee, leider hatte ich kein Glück. Aber weil ich entdeckt habe, die haben hier einfach ein Herz zum Verkauf. Ich weiß nicht, ob ich das Sophia einsetzen hätte können. Die ist ja durch einen Schuss ins Herz gestorben. Aber nee, ich glaube nicht. Ich glaube, wenn du tot bist, kannst du dir kein Herz mehr operieren. Obwohl, es wäre vielleicht möglich, aber das wäre... Das ist eindeutig zu spät. Sie ist schon beerdigt. Sie ist schon am Verrotten. Ich habe sie neulich aufgemacht, um nochmal zu gucken wegen der Verletzungen. Also, das geht nicht. Sie wird nicht mal als Zombie wieder auferstehen. Auf jeden Fall ist Leon jetzt... Hat er eigentlich noch die... Er hat schon noch die Tiere dabei, oder? Ja, okay, also die Muffalos. So, das Schade ist, wir können leider keine... Wer macht das eigentlich? Wir können leider keinen Glasstahl und Stahl kaufen. Das wäre schmelzen wäre geil, wenn das jemand machen würde, weil wir haben hier einiges an Metallschrott. Das wird zu relativ viel Stahl. Aber jetzt gehen wieder alle schlafen, also lohnt sich das jetzt nicht, das zu priorisieren. Nur Käde forscht noch, aber die Forschung ist eigentlich relativ irrelevant. Ich glaube nicht, dass ich das noch forschen kann, bauen kann. Aber gut, wir machen kurz mal einen Cut. Aber wir sehen, dass Andy wieder wach ist. Der hat sie lang genug ausgeruht. Sein Malaria ist wieder vorbei. Quatsch, er ist immun gegen Malaria. Er bohrt jetzt. Das heißt, wenn Andy bohrt, Philipp hat was zu tun. Käde würde auch bohren und Kevin... würde aktuell bohren. Moment, dann ist ja egal. Ich brauche nur einen von euch, der baut und der andere bohrt. Ganz einfach. Dann sind es 3 Leute, die bohren und bauen können. Jetzt muss ich mal gucken, wie viele Bauteile ich habe. 82 und wie viele ich brauche. Also ich brauche nur noch 10 Bauteile. Witziger, also normale Bauteile, also die halt weiterverarbeitet werden müssen, zu fortschrittlichen, denn ich brauche keine normalen Bauteile fürs Bauen und so. Das heißt, ich habe über 70 Bauteile frei für diese Batterien. Die Batterien halten 1000 pro Ding. Und die kann ich einfach hier irgendwie in Reihe setzen. Ich könnte die theoretisch, ich überlege mir mal kurz, wo ich die hinbaue, aber ich könnte bis zu so um die 35, 36 bauen. Und ich werde die jetzt tatsächlich einfach mal hier hinstellen. Das sind jetzt mal 14 Stück, die halten also 14.000 Watt. Das ist nicht gerade viel, aber es ist in Ordnung. Ich kann mir später überlegen, ob ich noch mehr will, aber das wird schon eine Weile dauern, die überhaupt zu bauen. Und ja, Bauteile kostet halt auch, aber ich brauche ja fast keine. Ich würde gern 15 haben, aber das geht absolut nicht auf hier. Außer natürlich, Moment. Platziere einfach die Dinger alle ein bisschen weiter nach außen. Das eine Feld macht nämlich gar nichts. Und dann kann ich theoretisch nochmals mehr hinbauen. Außer ich brauche hier irgendwie ein Dings. Einen weiteren Sarg. Aber es kann auch sein, dass ich die Särge dann in die Richtung weiterbaue. Ich hoffe ja mal nicht, dass so viele sterben. Und wenn ich das hier so mache, dann sind es 8 Särge insgesamt. Und dann kann ich hier noch die letzten 2... Ich weiß zwar nicht, wer die dann bauen soll, außer ich kriege wieder so einen komischen Fremden. Aber dann baue ich halt bis hierher weitere Batterien. 15, 16, 17, 18. Und das reicht dann. 18 Batterien. Ich weiß nicht, warum... Es ist Zufall, dass es jetzt 18 sind, aber ich weiß nicht, warum ich mit 18 eher zufrieden bin als mit 14. 20 wäre eigentlich eine ganz gute Zahl, aber egal. So, seht ihr die Batterien? Ach, das hat ja nur 600 Watt. Oh Gott, wieso haben die denn so wenig Watt? Seit wann? Früher hatten die, glaube ich, mehr. Effizienz 50%. Was soll das denn schon wieder heißen?
Aufgeladene Batterien explodieren, wenn sie einem Regen oder Feuer ausgesetzt werden. Ja, deshalb ist da überdacht. Alles gut. Aber wieso können die nur 600 Watt halten? War das nicht früher mehr? Selbstentladung 5 Watt. Ja, gut. Keine Sorge, das ist alles hier, Geothermiekraftwerk. Das wird schon was bringen. Was ist 600 mal 18 bitte schon wieder? Das sind... Boah. 10.800 etwa. Okay, es reißt halt echt nicht so hart raus. Leon ist wieder da. Die Muffalos haben noch das ganze Scheißzeug da... Den ganzen Scheiß dabei, wollte ich sagen. Ich sag's irgendwie immer komisch. Oh je. So, einfach mal alles droppen. Das können dann die Tiere neu sortieren. Du kannst woanders hin droppen. Und da ist schon wieder eine Sonneneruption. Und die Batterien bringen, wie scheint, gar nichts. Nee, die funktionieren nicht bei der Sonneneruption. Ja, super. Dann habe ich das gerade völlig umsonst gemacht. Scheißdreck hier. So. Dann haben wir halt 15 für was auch immer, die noch nützlich sind. Die kann man aber auch fertig bauen, weil jetzt so mittendrin aufhören ist irgendwie dumm. Muss es jetzt eine Sonneneruption haben, geben. Und Leon kriegt schon wieder einen gleichen Nervenzusammenbruch. Es ist dunkel! Ja, es hat eine Sonneneruption, Bro. Oh Mann, direkt am Ausflippen. Ist doch scheiße, ey. Nix geht. Alles im Pausenmodus. Einfach alles. Alles dunkel. Überall ist Dach auch. Draußen ist zwar Licht, aber alles dunkel. Oh Mann, ey. Weiß gar nicht, wie viele Tage wir jetzt schon gebraucht haben. Kann man noch irgendwas Cooles machen? Seid ihr meine Tiere oder andere Tiere? Man kann gar nichts machen. Ich habe ja auch alles mit Strom jetzt versorgt. Selbst, ich kann nicht mal das komische Metallschrott einschmelzen. Das würde ich aber gerne tun. Da hätte ich gern irgendjemand, der das dann demnächst macht. Ich weiß nur nicht, wer das machen kann und wer nicht, was das für eine Arbeit ist. Ich glaube Handwerk und das kann eigentlich jeder machen. Aber natürlich priorisiert es jetzt keiner zu hart. Ich denke, die Forschung kann ich pausieren. Komm, scheiß drauf. Wie kann ich die denn pausieren? Ich kann es verbieten, theoretisch. Ich kann es auch nicht verbieten. Oh. Oh nein! Die Kühlungen sind aus. Und da drin hat es jetzt 34 Grad. Sonneneruption, lass den Scheiß. Nein, das ganze Fleisch. Okay, ich muss Tiere jagen. Wir haben fast keine Tiere in diesem Gebiet. Werden Bisons. Nee. Ist dann doch ein bisschen riskant. Ich nehme an, Jesse wird jetzt gleich auf die Jagd gehen. Die wehren sich auch nicht. Vielleicht wehrt sich das Eichhörnchen. Aber das kriegst du ja wohl platt. Aber wir haben fast kein Fleisch mehr. Die Waage werden selber jagen bald. Oh Mann, ich hoffe nur, wir werden bald fertig mit dem... Wir werden überhaupt nicht fertig. Wir kommen überhaupt nicht voran, ist das Problem. Oh Gott, das Fleisch geht alle. Das ist überhaupt nicht gut. Weil, wenn das Fleisch alle ist, dann gehen meine, machen meine Waage, was sie wollen. Toll, danke. Jetzt, wo alle schlafen, ist das Licht wieder an. Was ein Schwachsinn. Ja, dann machen wir halt mal kurz Nachtruhen-Cut. Moment, da ist ja schon wieder jemand wach. Wozu? Ja. Die Nachtruhen. Okay, Jesse ist auf der Jagd. Hast du es erwischt? Nice. Okay, die anderen schlafen alle für immer, wie es scheint. Ja gut, es ist 4 Uhr morgens. Ach komm schon, jetzt hat Philipp Malaria bekommen. Und jetzt vögeln die auch noch währenddessen. Dude, du steckst sie noch an. Okay, erstmal direkt in die ins Krankenhaus. Okay, Philipp ist allerdings jetzt gerade nicht der Wichtigste. So, ich habe Leons Bett abgebaut, weil ich möchte Leon doch wieder ein Einzelbett geben, weil seine Frau ist tot. Also macht es keinen Sinn, wenn er ein Doppelbett hat. So, will mal irgendjemand. Wer macht überhaupt was? Kevin geht essen. Okay, wie wäre es mit Marika? Kann Marika das machen? Ja, dann macht das mal. Ich weiß, Putzen ist auch wichtig, vor allem, weil es die ganze Zeit keiner tut. Aber wir kriegen dadurch bestimmt Stahl. Warte, 62 haben wir da bestimmt nicht rausbekommen, oder? Wir haben jetzt gerade 78. Hä? Wir haben noch 3. Es wurde gerade direkt weggebracht. Ich habe keine Ahnung, wie viel es jetzt gebracht hat. Ach so. Oh nein. Die brauchen ja auch Stahl. Ich trottel. Ich habe vergessen. Oh, ich brauche den Stahl doch für was anderes. Okay, jetzt haben wir hier 4 schöne Batterien, die absolut nichts taugen, weil die für die Sonneneruption gedacht waren. Und haben den ganzen Stahl verschwendet. Wir haben jetzt gerade 63 und gleich haben wir... Okay, wir kriegen 15 Stahl raus. Super. Naja. Das Problem ist, wir brauchen doch den Stahl für Schiffstriebwerke und später für den Reaktor, den wir eigentlich bald bauen wollten. Das wird auch in diesem Part wahrscheinlich nichts.
Und natürlich auch noch für die ganzen fortschrittlichen Bauteile, die Kevin noch machen muss. Moment, ist ja ganz... Ah, dann kann man die wieder machen. Dann kann die nämlich Kevin machen. Und Andy und Kede können bohren. Bohren, nicht forschen. Achso. Wieso forschst du? Klar. Ich habe das irgendwie falsch priorisiert. Ich glaube, ich habe es bei ihr gar nicht geändert, oder? Ich habe bei Kevin das Bauen kurz geändert und ich habe bei Jesse einiges geändert, aber bei Kede habe ich es irgendwie verballert. Oh, jetzt geht Jesse vor. Ja gut, Jesse kann forschen. Trotzdem, wir brauchen das eigentlich nicht. Ich würde die Forschung gern wieder abbrechen. Ich weiß aber nicht, wie. Kann man das gar nicht pausieren? Man kann es also nicht verbieten, habe ich ja gesehen. Naja, dann mach doch einfach. Dann forschen wir halt so weit, wie wir können und wollen. Kevin macht Bauteile. Da war ein Händler. Scheiße. Exotische Güter. Der hätte mir vielleicht was gebracht. Na gut. Ich habe hier gerade mal kurz pausiert, weil eh nichts passiert. Also ich habe die Aufnahme pausiert, aber einfach weiterlaufen lassen. Ja, was soll ich groß machen? Ich muss jetzt warten, dass die ganzen Ressourcen zusammenkommen. Wir haben fast genug Plastahl. Wir haben genug Urane und Bauteile. Urane vor allem. Uran und Bauteile. Das heißt, ja, Andy ist schon unterwegs. Er bestückt die Baustelle schon mit Utensilien. Und das heißt, er ist bereit, fernzusehen. Er ist bereit, das zweite Schiffstriebwerk zu bauen. Dann brauchen wir noch ein Schiffstriebwerk, was hoffentlich bald der Fall ist. Es kann sein, ich packe im nächsten Part ein paar Tage zusammen, damit da mal ein bisschen vorangeht. Und dann im übernächsten Part bauen wir möglicherweise den Reaktorkern. Und der wird dann möglicherweise in den ganzen Part brauchen, um aufgeladen zu sein. Und in der Zeit werden wir viel kämpfen dürfen. Ich habe keine Ahnung, wie es jetzt genau aussieht, aber ich glaube nicht, dass wir in dieser Session fertig werden, also in diesen drei Parts. Es ist allerdings Nacht, ich schneide mal kurz. Ein Part, ein Tag, verdammt, kriegen wir auf jeden Fall noch rein in diesen Part. Das wird dann der fünfte Tag sein. Das heißt, es ist wieder ein bisschen kürzer, also weniger Zeit vergangen als beim letzten Mal. Polarlichter, sehr schön. Ich würde gerne einen sechsten reinbringen, aber da muss der hier echt schnell durchgehen. Allerdings, ja, passiert ja eh nicht viel. Die bauen jetzt hoffentlich das Schiffstriebwerk. Wenn wir Glück haben, auch alle zusammen. Hier muss man echt mal wieder richtig viel putzen, Marika. Aber ich glaube, da hat sie nicht so viel Bock drauf. Ja, Philipp wird noch eine Weile flach liegen, aber zum Glück sind alle meine Bauarbeiter mittlerweile wieder gesund, wenn es jetzt die zweite Welle gibt, sozusagen. Und die anderen krank sind. So, Leon hat sein Bett automatisch bemannt, das ist sehr gut. Und die sind hier... Oh Gott, nur Quest, okay. Was ist das für eine Quest? Die nahegelegene Siedlung Marbrei gibt mir Plastahl. Fett! 10 Schrotflinten. Hier sind 2 Reanimierer. Wenn ich beide auf meine beiden Leichen einsetze, dann kann ich vielleicht mich als Brooke und Sophia als Zombie wiederbeleben. Ich müsste die aber in der Zwischenzeit in ein Tiefkühlfach legen, damit sie noch nicht weiter verrotten. Das würde ich so gerne ausprobieren, aber das andere ist Plastahl und das ist das einzig Sinnvolle. Oh, aber ich kann es vielleicht mal speichern und einfach mal aus Spaß ausprobieren. Ich weiß nicht... Oh mein Gott, das wäre so heftig. Stellt euch das mal vor. Stellt euch mal vor, ich hätte plötzlich 2 Untote in meinem Team. Oh Gott, ich will das ausprobieren. Ich werde einfach erst die Schrotflinten herstellen. Und dann, wenn ich die 10 Schrotflinten habe, nehme ich erst die Quest an und entscheide mich für eins von beiden. Allerdings will Kevin das jetzt wahrscheinlich nicht... Ah doch, sehr gut. Was kosten die denn überhaupt? Muss ich erstmal gucken. Ich hoffe, die kosten... Wir brauchen noch 10 Bauteile, war's. Die kosten 3 mal 10 ist 30. Wir haben noch mehr als genug, kein Problem. Okay, das ist eine interessante Quest. Ich lasse jetzt Kevin das einfach den ganzen nächsten Part lang machen. Der macht mir jetzt Schrotflinten, die werden eh alle gut, das weiß ich. Er wird wahrscheinlich nicht mal lang brauchen, wenn er das so macht. Müssen wir mal gucken, wie viel, aber ich glaube in 1 oder 2 Spieltagen ist das durch. Eventuell können wir Anfang nächsten Part schon rausfinden, oh mein Gott, ob wir Zombies schaffen können. Oder ob beide einfach zu lang... Moment, dann muss ich sie aber, wie gesagt, in die Tiefkühltruhe tun. Aber die einzige Tiefkühltruhe, wo Platz hat, ist die Fleischerei. Also sage ich hier einfach, erlaube Leichen von Menschen. Dann dürfen die aber nicht hier reinkommen. Und dann sage ich, bitte grab die beide mal aus. Die werden jetzt eine Zeit lang einen Stimmungsmalus haben. Weil, Nein, Pferd!
Das Pferd packt mich einfach direkt wieder in den Sarkophag. Mann, so ist das nicht geplant. Ich hätte vorher speichern sollen. Beide sind skelettiert. Okay. Wer packt Sophia wieder rein? Ah, der Warg. Okay, in dem Fall, wenn beide skelettiert sind, dann können sie gar nicht mehr weiter verrotten. Also whatever. Dann will ich mal wissen, ob ich zwei Skelette haben kann. Das wird wahrscheinlich nichts. Also ich wette mit euch, dass das nicht funktioniert. Aber ich will es einfach aus Spaß an der Freude im nächsten Part ausprobieren. Und wenn es funktioniert, mal schauen, vielleicht übernehme ich dann diese Entscheidung. Aber ansonsten könnte ich halt einfach Plastahl kaufen. Und könnte... Was macht Andi eigentlich? Andi, wir müssen... Wieso baust du das nicht? Wir haben noch nicht genug Ressourcen. Kette bohrt mit dem Tiefen. Okay, wir müssten jetzt eigentlich so gut wie genug haben. Wieso bringen die Pferde die nicht auf die Baustelle? Das wäre so nice. Okay. Ich glaube aber, das hier ist der letzte Tag in diesem Part. Denn wir haben jetzt doch noch ein bisschen Zeit mit der Quest da verschwendet. Noch 7 Bauteile, fortschrittliche. Ach so, ja, Simon stellt die ganze Zeit aus Plastahl Bauteile her. Deswegen haben wir jetzt wieder nicht genug Plastahl, aber das sind schon 9 eingelagert. Okay, ich verstehe. Allerdings reichen da 70 Plastahl, also können wir 41 schon mal rübertragen. Ich glaube, das checken die noch nicht so ganz. Das machen sie, glaube ich, eh erst, wenn sie wirklich genug haben. Na gut, wie viele Schrotflinten hast du schon hergestellt? Eine. Eine? Oh Mann, das geht ja viel länger als erwartet. Na gut, dann wird es vielleicht doch den ganzen nächsten Tag, Part, den ganzen nächsten Part dauern. Inspirierte Rekrutierung für Philipp. Aber wir machen die Quest auf jeden Fall. Marbrei ist halt ein Stück weit weg, fällt mir gerade so ein. Das wird halt nochmal eine lange Reise und diesmal nehme ich auf keinen Fall Philipp mit und ich werde meine Truppenstärke wahrscheinlich so ziemlich halbieren dürfen. Weil, ja, scheiße. Nicht gut, aber geht nicht anders. Die schlafen schon wieder alle. Außer Marika, die ist noch ein bisschen am Putzen gewesen. Und dann würde ich sagen, dann war's das für diesen Part. Beim nächsten Part kriegen wir hoffentlich die Schrotflinten fertig und können vielleicht sogar nach Marbrei losreisen. Und dann können wir im übernächsten Part bereits rausfinden, ob untote Skelette möglich sind. Und ob ich und Sophia wiederkommen. Das wäre so abgespaced. Aber okay. Ich denke, das können wir im übernächsten Part rausfinden, ja. Aber okay, das war's dann für diesen Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und bis dann.